So, willkommen zurück zu einem weiteren Minecraft-Video und heute zeige ich euch mal, was wir hier so angestellt haben. Moment, wo ist meine F1-Taste? Da. Wo befinden wir uns eigentlich? Ach ja, genau, bei den Teststreckenraum, der so ein bisschen von den Pilzen hier angefallen worden ist. Ich zeige euch heute mal kurz, was wir so crazy neues Zeug gebaut haben. Zum einen haben wir eine coole Mechanik vereinfacht und zum anderen, ja, haben wir ein bisschen weitergebaut, deswegen zeige ich mal mit wir, meine ich eigentlich mich. Nein, also mit der Mechanik verbessert meine ich mich. Und mit weitergebaut meine ich mich und René. René hat mir geholfen, die Räume noch ein bisschen weiter zu designen. Und ja, wir hüpfen einfach mal hier so ein bisschen lang. Moment, das ist die falsche Richtung. Genau, deswegen sind hier auch hier die Hellen. Die Hellen werden höchstwahrscheinlich auch giftig sein. Die Dunklen sind nicht so tödlich. Deswegen kann man auf denen laufen. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch immer einen Weg geben, ohne diese lilanen Blöcke. Deswegen muss man hier mal so ein bisschen seitlich hüpfen, dass man bloß nicht draufkommt, weil sonst hat man nämlich gearscht. So, genau. Die Türen funktionieren jetzt, wie gesagt. Und ich muss in Game mal 2 gehen, weil sonst geht die Tür nicht. So. Peng. Und wir haben Ladebildschirm. Oh mein Gott. So, dann landen wir hier. Oh, Moment mal, die waren vorher noch nicht da. So, genau, wir haben natürlich noch keine Sachen hier. Alles leer. Genau, perfekt. Und eine Kleinigkeit, die sich geändert hat. Man kann keine Farbe mehr aufnehmen, wenn man keine Kanone hat. Ist eigentlich sinnvoll. habe ich aber nicht drin gehabt bis jetzt. Ist jetzt erst neu. Stattdessen braucht man halt wirklich erst die Kanone. Und muss die dann sozusagen auffüllen. Das Wasser ist nicht tödlich. Ist einfach nur da. Man kann ja auch einfach durchschwimmen. So, und dann kann man die grüne Farbe sich nehmen. Und dann, wie man möchte, das Level beenden. Es gibt 10 Millionen verschiedene Variationen, das Level zu beenden. Das ist natürlich immer cool. So, gehen wir mit 1. Also man könnte dann rein theoretisch auch wieder mit dem Dings zurück. Auf jeden Fall ist der Schlüssel halt, dass man hier mit dem Grün dann hochgeht. Das heißt, man braucht das Grün, um das Level zu beenden. Genau, dann sind wir hier in dem Zwischenraum, wo ein Block angemalt ist. Es werden immer mehr. Die Positionen von diesen Säulen werden sich immer verändern. Und es werden dann immer, irgendwann wird dann alles angemalt sein am Ende. So, dann geht's hier hoch. Jetzt muss ich hier so rüberschießen. Moment. Das ist ein bisschen crazy. Und hopp. Woo! Genau, und dann kann man da rüber gehen und sich die blaue Farbe holen. Yay. Und dann kann man dann nochmal zurückgehen und bla bla blub. So, eine Kleinigkeit hier ist übrigens jetzt coole Exit Signs. Folgt mir auf Twitter, falls ihr das nicht eh schon tut. Dann seht ihr sowas früher. Ich habe immer das Gefühl, ich muss alles zweimal erklären. Ziemlich coole neue Änderung. Vorher war es so, dass man, wenn man mit dem Blauen dagegen geschossen hat, dass sich das erst blau färbt, dann muss man nochmal dagegen schießen. Jetzt ist es so, es färbt sich blau und der Laser kommt direkt raus. Ganz einfach. Ja, weil es dann einfach schneller geht und einfacher ist und nicht so dumm ist. Und dumme Sachen sind cool. So, man kann jetzt zum Beispiel so machen. Zack. Und ich habe keinen Jump Boost bekommen. Das liegt daran, dass ich die Dings neu auf... neu starten muss. Die Redstone-Schaltung wegen der 1.9. Ach. In der 1.9.2 ist das gefixt, aber in der 1.9 halt nicht. Deswegen, meh. Da muss ich manchmal die Redstone-Schaltung neu starten. So, hier gehen wir halt immer weiter. Das ist wieder so ein Zwischenraum mit so einem kleinen Jump'n'Run. Hier ist jetzt ein Block mehr angemalt. Ach, ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Hier ist jetzt der Raum, in dem wir gerade sitzen, wo man dann quasi am Ende halt diesen Magnetblock haben muss. Haben wir nicht, deswegen komme ich nicht weiter. Normalerweise müsste man sozusagen damit Magneten drüber kommen. Hier werden solche Stacheltexturen noch eingebaut, das heißt, der Block hier wird auch tödlich sein. Hier ist ein so weiterer toller Ausgang, der nicht funktioniert. Wir haben jetzt sinnlose Ladebildschirme und sinnlose Ausgänge. Yay. Das ist natürlich sehr cool. Also wie gesagt, hier macht man dann den hier. Und den, ich habe den Sound so extrem laut gestellt vorhin, weil ich mir gerade was angehört habe. Moment, ich mache das wieder leiser. Das ist ja ohrenbetäubend hier. So, und da, das, ne, ganz einfach, easy peasy. Das sieht doof aus. Nee, René, tut mir leid, oder? Ich meine, ja, okay, komm, kann man fast schon so lassen. So, dann geht's hier runter. Und wir haben noch ein paar Lichtbugs. Und da geht's dann noch weiter. Da müssen wir dann hier ein paar Dinge tun. Und dann bekommt man sozusagen im Endeffekt die blaue Farbe. Muss das Ganze wieder zurück. Gehen und dann kann man da entlang. Yay. Und dann ist man weiter im nächsten Raum. Und das ist das, was wir bis jetzt geschafft haben. Da sind diese Zwischenräume so in kleine Preset-Variante. Und ja, hier wird man quasi, wenn man da ganz unten ist, irgendwo hochtippet zu dieser Säule da. Und wir müssen das ganz kurz nochmal machen. Und zwar brauchen wir die Dinger hier und packen die auch unten rein. So. Und zwar dahin. Perfekt. So, dann ist die Illusion perfekt. Muss ja auch sein. Ach, sieht so schön aus. Ach man, cool. Ich geh mal kurz hoch. Also, ich muss echt sagen, mein Bauteam leistet hier manchmal echt extrem gute Arbeit. Auch das hier finde ich so cool. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt mit der coolen, mit der Röhre hier. Super lustig. Genau. Ja, ihr habt euch wahrscheinlich gefragt, hey, Moment mal.
Hier ist überhaupt keine lila Farbe. Liegt daran, dass wir dann halt, wie gesagt, durch so eine Schleuse gegangen sind und da war halt alles abgeschleust. Hier ist lediglich dann nur alles überwachsen, weil wir so lange geschlafen haben. Aber es wird dann später noch Parts kommen, wo dann wirklich alles voll mit lila Farbe ist. Und das wird ziemlich cool. Das heißt, lila Farbe sind sozusagen noch so ein Element des Parcours, das dabei ist. Zum Beispiel halt mit diesem lilanen Block hier, mit dem hier. Darauf kann man rein theoretisch auch Jump'n'Runs machen, nur dass man halt nicht stehen bleiben darf, sonst ist man relativ schnell tot. Deswegen hat man ja unten diese Leiste da. Ganz kurz mal. So, da unten diese Leiste, diese schwarze hier. Die füllt sich auf, wenn man dagegen kommt. Das heißt, wenn man nur so ganz kurz drauf ist, ist das locker. Aber wenn man zu lang drauf ist, ist man tot. Und deswegen kann man hoch. Deswegen kann man solche Jump'n'Runs machen, wo man extrem schnell sein muss. Also wo man halt nicht stehen bleiben darf. Das würde damit auch gehen. Ist ein bisschen nervig, vielleicht setzen wir das ein oder andere Mal das irgendwo hin. Es sind halt irgendwie doofe Sachen. Also ich finde das Element ist cool, aber nur wenn man wirklich gut ist und wenn man das halt mehrfach nicht schafft, dann geht halt irgendwie der Spielspaß verloren. Deswegen werde ich das vielleicht so dosiert einsetzen, ja, dieses Feature, aber vielleicht auch gar nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall wird es sowieso irgendwann alles hier mit lila Farbe überflutet. Und dann gibt es auch keine Wasserbecken mehr, sondern alles mit Lava voll und alles explodiert. Ja, genau. Und das sieht auch schick aus. Das ist cool. Ich muss, glaube ich, einfach mal reloggen, weil mein Licht, das Licht backt irgendwie noch ein bisschen. Naja, ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat das Update-Video gefallen. Am Dienstag gibt es dazu einen Stream. Und dann gucken wir uns dann cool an, was wir hier so gemacht haben. Beziehungsweise streamen halt ein bisschen live weiter. Und ja, ich hoffe, das hat euch irgendwie gefallen. Ich habe keine Hosen an. Das ist natürlich ein bisschen doof. Gut, gucken wir uns nicht weiter an. Das ist ein bisschen peinlich gerade. Ich gehe jetzt mir mal ein paar Hosen anziehen und dann würde ich sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Ich weiß nicht, ob ich morgen was schaffe. Keine Ahnung. Gut, bis dann und miau. Genau. Miau, genau.